Viele Menschen müssen sich an jeden Strohhalm klammern. Die Wohltat e.V. bietet hilfebedürftigen Menschen im wahrsten Sinne des Wortes den Strohhalm an. Strohhalm ist eine Rostocker Straßenzeitung, die man für 1,20 Euro erwerben kann. Verkauft wird die Zeitung von Hilfebedürftigen. Diese dürfen immer die Hälfte ihrer Einnahmen behalten. Die Redaktion der Straßenzeitung sitzt am Dürkower Damm 39a. Die Artikel der Straßenzeitung werden von 2 Redakteuren abgesprochen und verfasst. Wir haben einen bunten Cocktail an Beiträgen, aber natürlich stehen soziale Fragen im Vordergrund dabei. Und natürlich rund um die gesellschaftlichen Probleme, Armut, Armutsbekämpfung, natürlich auch die Thematik, die jetzt alle beschäftigt, Flüchtlinge und so weiter. Mit diesen Themen fungiert die Straßenzeitung als Stimme der sozial Schwachen. Die bedürftigen Menschen holen die Zeitung eigenständig ab. Feste Arbeitszeiten haben die Verkäufer nicht. So wird nur denen geholfen, die es auch wirklich wollen. Bis dann. Also Zeitung hole ich jeden Tag, von Montag bis Freitag. Arbeitszeiten habe ich nicht. Das heißt, ich kann meine Zeiten selbst bestimmen, wann ich verkaufe, wann ich aufhöre. Das heißt, feste Arbeitsregelungen gibt es nicht. Ich finde auch sehr gute Inhalte, gebe ich ehrlich zu. Da habe ich ein großes Lob an Herrn Fuchs und an Herrn Pagel, die hart dran arbeiten. Die Idee zu dieser Straßenzeitung kam dem Arbeitskreis zur Verhinderung von Obdachlosigkeit. Am 1. Dezember 1995 wurde die erste Ausgabe veröffentlicht. Also für viele ist der Strohhalm tatsächlich der sprichwörtlich rettende Strohhalm gewesen. Ob man nur davon sprechen kann, dass sie in ein normales Leben den Weg gefunden haben, das weiß ich nicht. Aber Falco zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Der hat eine Wohnung bekommen, aber nur immer noch keine Arbeit gefunden und verkauft auch weiter den Strohhalm. Aber für viele, das Entscheidende ist, glaube ich, für viele, dass sie einen festen Tagesablauf haben, dass sie einen Halt gefunden haben und ja, sich so also sehr, sehr gut über Wasser halten. Unterstützt wird das Projekt unter anderem von der Hansestadt Rostock und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband. 1,20 Euro. Alles klar. Strohhalm ist ein voller Erfolg. Im letzten Jahr wurden 60.000 Exemplare verkauft, also 36.000 Euro, die Hilfebedürftige auf ihrem Weg zu einem normalen Leben selbst verdient haben. Die Straßenzeitung ist mittlerweile fester Bestandteil des öffentlichen Bildes der Stadt Rostock. Man findet sie in vielen Haushalten wieder. Doch das war nicht immer so. Also als die Zeitung gegründet wurde hier in Rostock, da war es noch ein Suchen und Finden. Es gab wenig Erfahrungen mit Straßenzeitungen. Man hat sich mit anderen Straßenzeitungen in Deutschland, die dann auch alle noch sehr jung waren, ausgetauscht. Die Qualität zahlt sich aus. Strohhalm wurde als Sprachvorbild 2014 ausgezeichnet. Während im ersten Jahr nur 16.000 Exemplare verkauft wurden, hat sich der Verkauf bis zum letzten Jahr um 375% gesteigert. Sehr zum Vorteil der Bedürftigen.